soon as I move along. Everybody makes mistakes, am I mistaken for the way I carry on? You could show a little grace, but maybe things just went a bit too far. We are just Spiel Nummer 2 für beide Mannschaften bei dieser WM 2018. Der zweite Spieltag in der Gruppe und damit hallo und herzlich willkommen. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie recht herzlich aus dieser sehr interessanten Gruppe. Ich glaube, auch das hier heute wird wieder eine reizvolle Begegnung. Heute heißt es Portugal gegen Marokko. Wir erinnern uns natürlich gerne an die WM in Deutschland. 2006 war das. An diese tollen Spiele, an diese tolle Atmosphäre, Buschi. Ja, wer das erlebt hat, Wolf, der wird so schnell nicht wieder vergessen. Schauen wir mal, wann wir die nächste WM in Deutschland haben werden. Es wird noch ein Weilchen dauern. Erstmal sind ja andere Länder dran. Heute wollen sie es besser machen als bei der letzten Heimniederlage. Viele Experten, vermeintliche Experten, waren von diesem 1:3 ja doch überrascht. Also die werden heute Gas geben und das wettmachen wollen. Das Luzhniki-Stadion ist ja das größte Stadion hier in Russland. Absolut, Wolf. 81.000 passen hier nach aktuellem Stand rein. Und wenn es hier voll ist, dann herrscht eine sensationelle Atmosphäre. Das ist die Aufstellung von Portugal. Sie gehen es heute zunächst mal etwas defensiver an, oder Buschi? Das ist jetzt keine Mauertaktik. Immerhin sind ja auch zwei Stürmer auf dem Platz. Aber das Mittelfeld wird schon zurückgezogen agieren. Das ist die heutige Aufstellung der Marokkaner. Das sieht nach einem 4-5-1 heute aus bei Ihnen. Was sagst du, Buschi? Ja, im Grunde die klassische Verteilung heutzutage. Aus dem Fünfer-Mittelfeld wird da natürlich immer wieder nach vorne reingestoßen. Und so bist du einfach schwerer auszurechnen. Wir gehen rein in diese Partie. Die Stimmung ist hier kaum noch zu überbieten. Zweites Gruppenspiel. Beide wissen, worum es geht. Die Fans machen ein unglaubliches Spektakel. Die WM 2018 bisher ein absolutes Highlight für die Fans. Und mal sehen, was wir heute in diesem Spiel erwarten dürfen. Nabil Dira. Jetzt wird's gefährlich. Gute Aktion. Keine gute Verteidigung. Und da ist der Ball wieder weg. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Cristiano Ronaldo. André Silva. Bernardo. André Silva! Und das gibt Ekpal. Der Ball kommt rein. André Silva! Ganz knapp über die Latte. Fast drin das Ding. Was für Kopfball. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Erstmal rausgeforstet. Ronaldo! Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Es gibt Eckball für Portugal. Einwurf Marokko. Zweites Gruppenspiel, Buschi, welche Rolle spielt die Taktik? André Silva! Portugal mit der Ecke. Ecke kommt. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Sauber vom Ball getrennt hier. Amrabat. Ziyech. Busufa! Den Ball
Ball erwischt er gar nicht gut und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. Oh, no, Moutinho. Klasse Aktion, Ball ist weg. Jetzt die Marokkaner. Ziyech. Flanke jetzt. Da können sie erstmal klären. Carvalho jetzt am Ball. Jetzt können sie vielleicht kontern. Stark gemacht, das könnte was werden. Guter Steilpass. André Silva. Ecke für Portugal. Die Führung also jetzt. Und das haben sie sich wirklich verdient. Sehe ich auch so. Sind hier klar die bessere Mannschaft und das Tor ist eine logische Folge. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Also die Ecke kommt richtig klasse rein und dann passt auch noch der Abschluss. Portugal damit vorne. El Amadi. Moutinho am Ball. Da ist die Flanke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Guerreiro. Cedric. Portugal macht Druck. Ronaldo zieht ab. Die Portugiesen bekommen die Ecke. Einwurf Marokko. Nabil Dira. Wow, Mario. Das könnte gefährlich werden. Er geht aufs Ganze mit der Grätsche, aber kein Foul. Alles richtig gemacht. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Guerreiro. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Nun Ronaldo. Super Pass. Die Marokkaner erhalten den Freistoß. Und jetzt über Ronaldo. Abwehr hat aufgepasst. Cedric. Gute Aktion jetzt. André Silva. André Silva! Pfosten. João Mario. Junge, war das knapp. Na, da können sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren sie doch noch zur Stelle. Und da ist der Ball wieder weg. Amrabat. Wird's jetzt gefährlich. Jetzt die Flanke. Einwurf Marokko. Ziyech. Oh no, Moutinho. João Mario. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Und jetzt ist der Ball geklärt. Mbak Boussoufa. El Amadi. Da verlängert er den Ball. Und jetzt die Chance. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Ganz einfach an den Ball gekommen. Belanda. Nun Ronaldo. Oh, klasse, den Spieler mit der Hacke. Jetzt müssen sie aufpassen. Defensiv machen sie es gut. So, Nachspielzeit angezeigt. Gibt noch mal 2 Minuten drauf. Amrabat. João Mario. Da trennt er ihn fair vom Ball.
in diesem zweiten WM-Vorrundenspiel ist. So, jetzt gehen wir also wieder rein in dieses WM-Spiel. Schiedsrichter pfeift den zweiten Durchgang an. Es hat uns bisher sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel, und ich bin sicher, das wird so weitergehen. Bernardo Silva gibt jetzt die Gelegenheit. Jetzt vielleicht. Weiter gefährlich. Und direkt zurückgespielt. Das war einfach. Und er hat den Ball. Mbaku Soufa. Ziyech. Jetzt die Marokkaner. Und er gewinnt den Zweikampf. So, was machen sie draus? Guter Einsatz von Pepe. Bernardo Silva. André Silva. Bernardo. Abgefangen, gut gemacht. Ziyech. El Amadi. Nabil Dira. Amrabat. Das könnte die Chance werden. Und jetzt die Chance. Super gehalten. Aus dieser Entfernung. Toller Reflex. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Jetzt will man mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Gut verteidigt. Ball bei Moutinho. Und Benatia. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Belanda. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Waren Sie sich zu sicher schon? Das Spiel ist wieder ausgeglichen. Buschi. Ich weiß nicht, ob wir den Gegner wirklich unterschätzt haben. Jetzt müsste es damit jedenfalls vorbei sein. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Cristiano Ronaldo kommt. Ronaldo zieht ab. Fällt das Tor doch noch. Ja, da holt sie den Einwurf raus mit viel Druck. Gute Aktion. Ball raus. Cristiano Ronaldo. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Das könnte gefährlich. Da schießt er. Super Einsatz vom Torhüter. Das war eine wichtige Parade. Wäre sonst der Rückstand gewesen. Ronaldo. Das macht er gut. Ziyech. Und den spielt er gleich wieder zurück. Gute Ball. Er versucht's. Und hier sehen wir nochmal, wie knapp das gerade eben war. Ja, da hat eigentlich alles gestimmt. Nur der Abschluss nicht präzise genug. João Moutinho jetzt. Die Portugiesen. Gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. Jetzt muss er aufpassen. Er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung, der Schiri stand gut. Da verkürzen sie den Abstand zum Schützen. Erlaubt ist das eigentlich nicht. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Gut verteidigt hier. Ronaldo wird gestört, Ball im Aus. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. El Amadi. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr, mal sehen, was sich noch tut. Ball bei Portugal jetzt. Wird das seine Torchance?
Und erstmal geklärt. Joao Mario. Nun Joao Moutinho. Cristiano Ronaldo. André Silva. Er pfeift ihn zurück. Abseits. Sie bleiben weiter am Ball, per Kopf abgelegt. Das könnte die Chance werden. Weg ist der Ball. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Der Verteidiger stört ihn. Ronaldo am Ball. Jetzt unterbricht er jedes Spiel. Ja, weil da ein Spieler liegen geblieben ist. Das sieht nicht wirklich gut aus. Da musste er runter wegen der Verletzung. Ja, und dann geht es hier jetzt mit Schiedsrichterball weiter. Guerrero. Ronaldo. Da muss er aufpassen. El Amadi. Ronaldo am Ball, das könnte gefährlich werden. Ja, vielversprechende Aktion. Die Portugiesen mit dem Einwurf. Bernardo Silva. Ganz einfach an den Ball gekommen. Da haben sie jetzt Platz. Jetzt gibt's Einwurf. Einwurf, sofort ausgeführt. Sie versuchen das Spiel jetzt frei zu machen. Und wieder ein super Tackling von ihm. Gute Leistung. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Toller Pass. Jetzt wird's gefährlich. Gutes Timing, guter Einsatz. Da verhindert er das Tor. Genau richtig gemacht. Nur noch wenige Minuten und beide Mannschaften haben hier noch alle Möglichkeiten. Klasse Pass. Jetzt die Marokkaner. Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Sie wollen klären, aber der ist noch heiß. Bernardo Silva. Das sieht vielversprechend aus. Und die Flagge erstmal rausgeforstet. Sie brauchen jetzt ein Tor, aber nicht so. Der Verteidiger kann den Pass unterbinden. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Jetzt gibt's Einwurf. Nicht weit weg vom Tor. Bernardo. Hereingabe kommt lang. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Cristiano Ronaldo. Ein Pfiff. Und was jetzt? Er gibt den Elfmeter. Er gibt den Elfer. Das ist jetzt die Riesengelegenheit, Buschi. Was wäre das für eine Überraschung? Wenn sie hier treffen, war es das. Dann gewinnen sie. Da lege ich mich fest. Nein! Den muss Cristiano Ronaldo machen. Das Tor durch Cristiano Ronaldo. Und ich glaube fast, daran ändert sich nichts mehr. Ich glaube, das war's. So, der Treffer nochmal in der Wiederholung. Da zeigt er den absoluten Willen, hier das Tor machen zu wollen. Ganz starke Aktion. Und das war eine ganz, ganz enge Partie heute, die vielleicht hier jetzt den glücklichen Sieger gesehen hat. Jetzt ist Schluss. Der Schiedsrichter pfeift diese Begegnung ab. Sie gewinnen. Und das hatten wir eigentlich auch so erwartet. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass es doch so eng werden würde. Ja, aber das lag am Gegner. Die haben alles in die Ecke für Portugal.